Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Aufnahme-Session Super Mario 64. Ich muss hier gerade noch ein bisschen wieder mich reinspringen in das Spiel. Die letzte Aufnahme-Session ist eine Weile her. Mal gucken, wie wir uns hier anstellen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir im Keller waren. Von daher gehe ich einfach mal wieder in den Keller. Ich habe noch nicht geguckt mit den fehlenden Sternen. Ich würde sagen, das machen wir irgendwann später. So zwischendurch, dass ich da mal gucke. Ich weiß, dass einige Sachen mit roten Münzen noch fehlten. Weil ich da aber echt gucken muss, wo diese roten Münzen sich befinden. Ich habe da keinen Plan. Als letztes waren wir in dem Nessie-Level, das weiß ich noch. Zumindest das letzte, was ich hochgeladen habe. Von daher gehen wir da jetzt einfach wieder rein und gucken mal, was wir jetzt hier offen haben. Lauf auf den Grund des Sees. Okay. Erstmal dieses Spinnenverschnittmonster der See. Oh, das wollte ich nicht. Ach, jetzt kommt wieder das mit den Schildern. So. Binding rechts als links, schwarzes Loch, Höhlensee. Wir wollen ja zum auf den Grund des Sees sollen wir gehen. Aber das war falsch. Ein super Start, finde ich. Ja. Klasse. Versuchen wir nochmal. Diesmal mit Weitsprung natürlich. Ich dachte irgendwie, ich komme darüber. Ich weiß auch nicht, was mich da. Ich habe diesen Sprung noch nie. Probiert ohne Weitsprung. Noch nie. Ich mache hier immer Instant-Weitsprung, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Manche Sachen sind einfach unerklärlich. So, ich bin der Meinung, da müssen wir hier rein, oder? Weil hinten ging es ja zu Nessie. Nee, ach, das ist doch. Ach, wir müssen zu Nessie wieder, okay. Okay. Naja, wenn das so ist, dann gehen wir halt zu Nessie. Ist ja auch kein Problem. Aua. Ja, natürlich musste ich die Flugbahn von dem Stein erwischen. Das war außerordentlich wichtig. Mittlerweile wissen wir ja, der See ist hier unten. Aber hier ist er eh nirgends woanders hin. Das Leben nehmen wir auch mit. Weil wir eben schon eins verschenkt haben. Ich freue mich immer noch. Okay. Es hat trotzdem wehgetan, verdammt. Es war keine Absicht, dass wir da runterfallen. Definitiv nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt machen können, weil wir das grüne Ding ja noch gar nicht haben, ne? Ich weiß es gerade echt nicht. Weil. Der grüne Block ist ja das, was uns schwer macht und so, ne? Gucken einfach mal. Was stand nochmal hier? Titanhülle. Links verlasse die Mine geschlossen, ja. Achso, wir sollten vielleicht auf Nessies Rücken. Damit wir die anderen Plattformen erreichen. Nessie, mein Liebling, wo bist du denn? Oh, ich finde Nessie so hübsch. Warum drehst du jetzt, Nessie? Warum hat Nessie jetzt gedreht? Verstehe ich nicht. Egal. Nicht schon wieder drehen, Nessie. Nicht schon wieder drehen. Wir wollen da drüben hin, zu der großen schwarzen Tür. Ich weiß ja nicht, was die Tür macht, aber... Tja, ich gehe mal kurz auf Nessies Kopf. Einfach, um noch eine höhere Position zu haben und da leicht darüber zu kommen. Das hätte schon wieder fast schief gehen können. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Wir gucken aber mal.
Ich weiß ja auch immer noch nicht so richtig, wo ich... Ist hier noch ein Level? Gibt es hier keine Schilder? Das war gerade das Geräusch von irgendeinem... Wir gucken mal, was das ist. Ich kenne das nicht. Herzlich willkommen in diesem Kurs. Kannst du den grünen Schalter entdecken? Aha! Das erklärt ja unsere Sachen. Löst du ihn aus, kannst du in allen grünen Blöcken Titanenkappen finden, die dich unbesiegbar machen. Bist du mit diesen Mützen ausgerüstet, kannst du unter Wasser laufen und brauchst nicht zu atmen. Coole Sache. Unbesiegbar. Okay. Wie lange hält der Anzug jetzt? Rechts, Wasserfall, links, grüner Schalter. Da gehen wir mal nach links. Ach, das ist ja auch das, was man immer im, was ich dann im Outro immer sehe, wenn ich bei den Speedruns... Ach, okay. Hier gibt es eine Wasserströmung. Okay. Oh, bitte, bitte. Komm. Dankeschön. Das geht ja doch. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe es da schon kommen, dass ich hier gleich runterfall. Hier gibt es rote Münzen. Okay. Das heißt, hier müssen wir dann auch öfters rein wahrscheinlich. Yay, du hast den grünen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Titankappe einsetzen und Unbesiegbarkeit erlangen. Jede grüne Block beinhaltet eine dieser Mützen. Ich sie spielst du dann speichern? Ja, bitte doch. Natürlich wird das gespeichert. So, hier war doch eben irgendwo einer da. Ich muss erstmal hier die ganzen Münzen einsammeln. Okay, sobald wir raus springen, kriegen wir hier wieder den... Nein! Nach oben. Wir wollen nur da ran, genau. Komm, wir holen uns direkt hier vorne wieder die Mütze. Und probieren jetzt wieder unser Glück. Hätten wir da noch viele Münzen, habe ich gerade gesehen. Na, ich glaube, 100 Münzen kriegen wir jetzt hier so nicht voll, deswegen nehme ich den direkt mit. Den Stern.